Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, The Liberator, Irish Whisky, Irish Malt Whisky, Tawny Port Finished, Inaugural Release Batch 1. Ich habe die Flasche 329 von 700 mit 46% Alkohol bei Volumen. So, The Liberator, der Befreier. So, wir müssen zurückgehen in die Geschichte hier vom Irland zu dieser Familie namens O'Connell. O'Connell waren damals auch in County Kerry. Interessante Korken hier. Viel, viel oben, da ist unten wenig, auch Presskorken. Lässt sich auch nicht perfekt ausschenken, finde ich hier am Anfang. Sehen ein bisschen wie eine Gin-Flasche irgendwie für mich aus. Na, wieder zurück hier. O'Connells und County Kerry haben damals Zeit, und das steht hier drauf, und das finde ich ein bisschen, es täuscht ein bisschen. Hier drauf steht: Proudly wayward since 1661. Wenn man auf eine Flasche irgendein Datum drauf tut, sollte es was mit der Flasche zu tun haben, nicht mit der Geschichte der Familie. Also, ich kann meine Geschichte von meiner Familie wieder zurück nach 1600 irgendwas zurückverfolgen, und ich würde niemals sagen, Whiskey Jason seit 1641. Hat nichts mit mir zu tun. Und das steht auf der Rückseite noch einmal. Kann man sehr stolz darauf sein, aber mit diesem Whisky hat es gar nichts zu tun. So, Familie O'Connells hat dann ein Lakeview Estate aufgebaut. Damals auch der größte steht es da in der ganzen Region. Und dort haben sie auch jetzt hier, oder werden sie, oder machen sie, wie auch immer, eine Distillery da rein. Die haben schon destilliert, allerdings nicht bei sich, sondern bei irgendjemand anders, einen sogenannten Pot Still Whisky von deren eigenen Getreide aus der Nähe. Und da werden wir schauen in den nächsten paar Jährchen, wann auch das denn hier auf den Markt kommt. Das hier ist eingekaufte Whisky, das gehen sie auch ganz offen damit um, bravo. Die Liberator-Marke ist dann dafür da, für diese Übergangswhisky, und dann gibt es danach die sogenannten Lakeview Estate Pot Still Whisky. Werden wir schauen, wo und wie das so sein wird. Dreifach destilliert ist das. Da steht nirgendwo Single Malt drauf. Deshalb ist es ein Blended Whisky. Das heißt, da ist Grain und Single Malt da drin. Bei Irish Whisky muss man immer ein bisschen aufpassen. Nur Irish Whisky ist Default, also der Standard ist ein Blend. Es muss dann Single Malt draufstehen, um Single Malt zu sein. Es wurde gereift in First Fill Bourbon Fässern, bravo, und hat eine 9-monatige Reifung in Port Fässern bekommen. Die Preise ganz gewaltig hier an. Wir waren eine der ersten, die überhaupt Portfässer benutzt haben, weil sie so fragile sind und so weiter. Liebe Leute, also Bushmills 16 habe ich hier gehabt in der Hand, dachte ich, da hinten, Entschuldigung. Bushmills 16 benutzt Portfässern schon seit Jahrzehnten. Ihr seid nicht die Ersten. Sorry. Also, von daher könnt ihr es nicht auf die Fahne schreiben. Und auch Clonakilty hat als erstes tatsächlich für die neuen Whiskys auch denn da mit Port viel gemacht. Leider habe ich momentan von Clonakilty hier kein Port. Abfüllung gehabt, die war echt genauso rötlich wie hier. Ich habe eine normale jetzt hier, Irish Whiskey Triple Distilled Small Batch, ohne Port Finish, einfach zum Vergleich zu sehen, was für einen Unterschied das ausmacht. Kommt das von der gleichen Ort wahrscheinlich? Ja. Triple Distilled, ist das Bushmills? Wahrscheinlich noch nicht mal, wer weiß, wer weiß. Da kein Alter draufsteht, kann es tatsächlich jetzt schon Great Northern Whisky sein. So, Whiskey Base Nummer 154157, Wayward Irish Spirits, nicht Kälte verträgt, bravo. Und das ganz wichtig, sagen Sie, wir machen einen Gentle Cut. Was heißt Gentle Cut? Also, Cognac Brandy macht das genauso. Was Sie tun ist, Sie haben ein Produkt, der, sage ich mal, bei 55% Alkohol bei Volumen ist. Und die wollen uns auf 46% runterbringen. Man kann natürlich einfach mal, ich sag mal, 30% Wasser zukippen. Funktioniert. Aber in dem Moment gibt es eine thermische, also eine Reaktion, eine Wärmeentwicklung.
Und manchmal sagt man, der Geschmack leidet darunter und das bringt der ganze Whisky oder der Spirituose in diesem Fall durcheinander, Destillat. Und deshalb empfiehlt man immer bei zweier Schritte. Man tut genug Wasser da rein, damit es zu Abend 2% weniger wird, 2% weniger, jede Woche 2% weniger. Und das haben sie tatsächlich fünfmal hintereinander gemacht. Das heißt, der Whisky war vorher bei 56, jetzt ist es bei 46 und die haben 5 Wochen lang immer wieder Wasser hinzugetan, um dieses weiche Schneiden oder Verschnitt zu machen. Da sind nicht die Einzigen, das so tun, aber ist gut, wenn man das einfach ein bisschen hervorhebt. Ja, was soll man auch noch alles sagen hier? Ich glaube, das reicht. Ich würde gerne diesen Whisky probieren. Preis! 65 Euro in Irland. Für mich, das nach Deutschland zu bringen mit Transport und Steuern, habe ich 79 dafür bezahlt. Also, so ist das manchmal, wenn man einfach mal was bekommen will, was da sehr limitiert ist in Irland zurzeit. Oh ja, der Port ist eindeutig da einfach mal spürbar. Die sind ähnlich. Als ob das irgendwie Vetter wären, ja? Eine dunkle Holznote, fast ein bisschen ein angekohlte Cask, also Char, rieche ich fast heraus. Und eine dunkle Brombeer dazu. Interessant. Also diese Whisky wurde auf der Art und Weise gemacht, wie O'Connell das so tut. This whisky, the O'Connell way. Naja, gut. Slunches schreiben Sie wenigstens hier auf. Hier schreiben Sie, man sollte Feigen haben, Apfel und Birne. Und im Geschmack sollte ich gleich Kakao, Nelken und auch schwarze Johannisbeeren bekommen. Naja, werden wir so sehen, was ich hier habe. Sehr gut. Ich schaue mal, ob ich die auch Besitzer hier von dieser Whisky oder der Herausbringer von diesem Whisky hier auch vor der Kamera bekommen kann, auch in einem Livestream. Bitter, holzig, Ästringenz, fruchtig, fast zu intensiv für mich und meinen Geschmack. Wow, zimtig sogar. Okay, die nennen das einfach dieses Nelken. Also, okay. Wow, haut mich nicht um. Oder vielleicht haut es mich doch um und es ist einfach zu stark und ich bin zu schwach dafür. Wow. Da bleibt wirklich ein bisschen diese Weihnachtsgewürz an der Zunge, als ob ich einen Glühwein hätte. Es gibt auch diese Kinderpunsch manchmal, also ohne Alkohol. Und da wird auch da sehr stark auch mit Zimtstangen und Nelken und so weiter da gemacht. Und beschichtet die Zunge fast. Ich gehe ganz kurz hier rüber. Das war mein Control Whisky. Weicher, malziger. Da komme ich auch ein bisschen grained auch dabei. Und vanilliger. Ein bisschen eher, wie ich mir einfach mal Irish Whiskey immer wieder mal vorstelle. Ist okay. Ist auch schön, dass man ganz andere Wege geht. Die Frage des Tages ist, geht man Wege, die einfach gut sind? Und hier weiß ich noch nicht, ob dieser Weg gut war. An der Nase ist es nicht ein einladender Moment. Wenn man Nelken gerne hat und Zimt, ja. Feigen habe ich nicht, Apfel habe ich nicht, Birne habe ich nicht. Kakao und Nelken, schwarze Johannisbeeren habe ich vielleicht eher auch in der Nase. Ich werde es gleich ein bisschen verdünnen und schau mal, ob das einfach besser wird.
Boah, zieht mir die Spucke aus meinem Mund. Das ist furchtbar. Also. Jeden Fall für mich momentan eher ein vierter Kandidat als alles andere. Sorry, Leute. Also, es wird nicht jetzt hier mit zwei Tropfen geöffnet. Es wird auf 40% herum runter verdünnt, zu sehen, ob ich da einfach mal ein bisschen von dieser Herb-Moment wegbekomme. Keine Ahnung, wo der kam, ob das von der Portfass war oder wie auch immer. Online steht irgendwo, es wurde in ein fresh emptied Portfass denn dort hier gelagert. Und die haben das immer wieder über Monate hinweg. Insgesamt war das dann hier, was war das? 9 Monate lang in den Portfass gereift, haben sie immer wieder probiert und gesehen, wie Farbe sich ändert. Und immer wieder da genippt daran. Also, wenn ich ganz ehrlich einfach bin, das sind 600 Flaschen. 700 Flaschen kriegt man tatsächlich aus einem großen Portpipe, bei 46%. Das könnte eigentlich nur ein einziger Portpipe gewesen sein. Mein Kopf sagt nein. Ach, Mann, immer noch herb, immer noch bitter. Nee, ich will denn keinen 5 geben, aber ich gebe den schon ein 4 minus. Oh. Also, es gibt Tage, in denen man einfach selbst schlecht drauf ist, ja? Vielleicht ist das so ein Tag. Und wenn ich nicht ganz sicher bin, was tue ich? Ich gehe hin zu Old Faithful, ich gehe zurück zu meinem Bushmills, 16 Jahre alt. Und ich versuche mal jetzt in diesem Fall einfach zu sehen, ob ich hier meine klassische, wunderbare Port Cherry Mischung am Ende hier kriege. Wenn ja, dann ist das Problem mit dem Whisky und nicht mit mir. Wenn nein, wenn ich da irgendwelche Bitternoten hier rauskriege, was eigentlich nicht dabei ist, dann vielleicht bin ich heute, vielleicht habe ich irgendwas gegessen, vielleicht habe ich irgendein Problem bei mir. Vielleicht bin ich gestresst, vielleicht habe ich einfach schlecht geschlafen, vielleicht habe ich auch vorher irgendwas gegessen, was einfach meine Geschmacksnerven jetzt schon hier stark beeinflussen. Wobei das Gefühl habe ich, dass das Ding noch beeinflussen wird. Also. Okay, Slanche. Ich bin nicht das Problem. Ich bin noch gut geeicht. Oh ja. Oh, ich liebe mein Bushmills 16. Preis ist nach unten gekommen, ein bisschen runtergerutscht. Ab und zu mal findet den um die 70 € momentan. Ja, ich weiß, früher hat man 40 dafür bezahlt, aber die Zeiten sind vorbei, Leute. Ja, okay. 4 minus. Kriegt den Geschmack und deshalb ein 5 für den Preis, also 65 € natürlich Inaugural Release, also der Einführung, der erste Batch One, immer dabei sein, das wird vielleicht eher ein Sammlerstück gewesen und was tut dumme Jason hier, er macht das auch, probiert das, weil Whisky ist denn da, um getrunken zu werden. So, wer trotzdem ein bisschen das probieren möchte, wer trotzdem sagt, Jason, vielleicht ist dein Geschmacksnerven nicht mein Geschmacksnerven, kann man immer noch bei mir ein Sample bekommen, davon gab es noch ein bisschen was, glaube ich. Ihr könnt auf meine Sample-Liste unten schauen, ihr könnt teil werden, meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe ist auch unten. Ihr könnt mich immer wieder kontaktieren bei whiskeyjason@gmail.com und das auch zu machen. Bin ich dabei, am neuen Irish Whiskey schlecht zu reden, wenn die aus meiner Sicht schlecht sind? Ja. Wenn sie gut sind, aus meiner Sicht, bin ich dabei zu loben, zu preisen und zu verkünden, bitte kauf's. Aber in diesem Moment kann ich das nicht so tun. Meine Frage des Tages ist. Vielleicht bin ich dumm, aber ich kenne nur Clonakilty. Ich kenne Tyrconnell, die auch Port hat. Ich kenne auch jetzt hier West Cork, die Port hat. Ich kenne hier Bushmills, die Cork hat, Port hat. Und ich kenne jetzt hier The Liberator. Welche anderen Irish Whiskey haben Port drin? Zweite Zusatzfrage: Welche ist deine Lieblingswhisky mit Port Finish?
Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Wir sehen uns jeden Tag um 17:30 Uhr bzw. um 21 Uhr am Sonntag. Bis dahin, ciao!